Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Seehofer, Herr Kreuzer, Sie haben uns heute wieder mal eine Demonstration Ihres sattsam bekannten Doppelspiels geliefert. Herr Seehofer appelliert an die Gemeinsamkeiten. Er zitiert den Appell der Hilfsorganisationen, die darum bitten, dass alle demokratischen Kräfte doch bei dieser großen Herausforderung zusammen anpacken sollen, an konstruktiven Lösungen arbeiten sollen. Und Sie, Herr Kreuzer, kommen dann hierher, geben den Demagogen, denunzieren, beleidigen. Natürlich, Sie denunzieren und Sie beleidigen. Und dann wundern Sie sich, dass das mit der Gemeinsamkeit ein wenig schwierig ist. Ich kann Ihnen versichern, ja, wir sind zur Kooperation bereit. Was insbesondere die Integration angeht, die Vorschläge, die Sie da machen, die müssen wir diskutieren. Da ist viel Richtiges dabei. An manchen Stellen muss man, glaube ich, noch mal nachjustieren. Es wird auch noch mal mehr Geld brauchen, als Sie heute in Aussicht gestellt haben. Wir sind zur Kooperation, insbesondere bei der Integration, bereit. Aber, Herr Kreuzer, Kooperation geht nur mit gegenseitigem Respekt, auch wenn andere eine andere Meinung haben als Sie. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht der Meinung, dass es falsch ist, sich ein Bild vor Ort in den Notunterkünften zu machen. Und deswegen war ich letzte Woche unter anderem im mittelfränkischen Lauf. Und das einzige hauptamtliche Personal dort in der Notunterkunft ist der Sicherheitsdienst. Es waren 4 Männer vom Sicherheitsdienst dort, schwarze Uniformen, muskelbepackt, Marke Türsteher. Und ich muss ehrlich sagen, das empfinden die nicht als Beleidigung, ich habe mit denen sehr lange geredet. Ich muss ehrlich sagen, ich war im ersten Augenblick ein bisschen skeptisch, als ich diese martialischen Jungs da stehen sah. Und im Hof hinter ihnen war eine bunte Schar von Kindern. Die sind auf Bobbycars so eine Rampe runtergebrettert. Großes Hallo, großes Radau. Und es war eine Freude, dazu zu sehen. Und der Chef dieser Truppe redet mit uns und zeigt dann auf die Kinder hinter ihnen und sagt, die größte Freude für ihn bei seiner Arbeit ist es, diese Kinder zu sehen. Wenn die ankommen in der Unterkunft, dann sind die völlig apathisch. Nach ein paar Tagen kommt das Licht wieder in ihre Augen. Und wenn die 2 Wochen da sind, dann ist das ein fröhliches Kindergeschrei, was in dieser Unterkunft zu hören ist. Das ist das, was ihm Freude an seiner Arbeit macht. Und die anderen, die dabei gestanden sind, haben genickt und sie haben gesagt, Sie machen hier nicht nur Sicherheitsdienstleistungen. Sie sind Mädchen für alles oder Jungs für alles. Sie überziehen die Betten frisch. Sie helfen beim Catering. Sie kümmern sich darum, dass der eine einen Termin beim Zahnarzt kriegt, eine schwangere Frau einen Termin beim Frauenarzt kriegt. Und wenn Sie Verständigungsprobleme haben, dann bitten Sie Flüchtlinge in der Unterkunft, die Englisch sprechen, dass sie die Dolmetscherdienste übernehmen. Und was zeigt uns das? Was zeigt uns das Verhalten von diesen Männern? Das zeigt das Geschäftsmodell Abschreckung ist nicht gefragt. Und es hilft auch nicht weiter. Und die Stärke liegt nicht im martialischen Auftreten. Die Stärke liegt auch darin, dass man sich von Menschen, die zu uns kommen, berühren lässt. Dass man offen ist. Aber dass man gleichzeitig anpackt, wo Not am Mann ist. Dass man auch ungewohnte Aufgaben übernimmt und sie meistert. Dass man zur Improvisation fähig ist. Und dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Menschlich und pragmatisch. Und ich finde, das muss die Haltung sein, mit der wir uns dieser immensen Herausforderung stellen. So müssen wir vorgehen, menschlich und pragmatisch. Die Kanzlerin hat sich im entscheidenden Augenblick auf die Seite der Humanität gestellt. Und mit ihr Hunderttausende andere
hauptamtliche, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die in einem bisher nicht dagewesenem Ausmaß Empathie zeigen, tatkräftige Hilfe leisten. Und ich sage Ihnen, Humanität hat nichts zu tun mit Gefühlsduselei. Humanität ist die Grundlage unseres zivilisierten Zusammenlebens in unserer Gesellschaft. Und wenn man so will, Sie reden ja immer von Leitkultur, wenn man diesen Begriff bemühen will, dann sage ich Ihnen, Humanität und Nächstenliebe, das sind die Grundpfeiler unserer Leitkultur. Und Humanität und Nächstenliebe sind auch unsere Stärke. Und noch eins, Humanität und Nächstenliebe kennen keine Obergrenze. Was uns unsere Werte wirklich wert sind, das zeigt sich am klarsten in einer Krisensituation. Hier zeigt sich, wie reif eine Gesellschaft ist, welche Kraft sie hat. Die entscheidende Frage ist doch, stehen wir zu unseren Grundwerten und zu unseren Grundrechten auch dann, wenn vielfach davon Gebrauch gemacht wird? Oder knicken wir dann ein und sagen wir, das war nicht so gemeint mit dem Satz, politisch Verfolgte genießen Asyl? Leben wir unsere Werte auch dann, wenn es schwierig wird? Können wir unsere Offenheit und die europäische Einbettung, für die wir jahrzehntelang gearbeitet haben, können wir das auch in Zeiten großer Fluchtbewegungen bewahren? In solchen Situationen entscheidet es sich, aus welchem Holz Politikerinnen und Politiker geschnitzt sind. Ist es ein Staatsmann oder eine Staatsfrau? Oder tritt jemand als Demagoge auf? Oder gefällt sich jemand darin, den Trotzkopf zu geben? Bayern ist ein starkes Land und Deutschland ist es auch. Und wir sollten diese Stärke mobilisieren zur Lösung der zweifellos großen Aufgabe. Wir sollten die konstruktiven Kräfte mobilisieren und nicht die destruktiven. Was Sie in der Regierung und Sie als CSU-Fraktion in den vergangenen Wochen demonstriert haben, ist allerdings genau das Gegenteil von konstruktive Kräfte mobilisieren. Was soll denn zum Beispiel die Panikmache, wie sie Frau Aigner betreibt, wenn sie von 7 Millionen Familiennachzüglern spricht? Sowas ist nicht nur falsch, sowas ist unverantwortlich. Was helfen untaugliche Scheinlösungen wie die geplanten Haftanstalten, die Sie Transitzone nennen? Herr Seehofer, Sie sind noch da, wunderbar. Sie haben vorhin gesagt, dass wir seit Anfang September ungefähr 300.000 Flüchtlinge aufgenommen haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, nur ein Drittel von denen kommt an der österreichisch-bayerischen Grenze an. Wollen Sie die dann in dieses Auffanglager stecken und dort versuchen, menschenwürdige und rechtsstaatliche Verhältnisse zu schaffen? Das müssen Sie mir noch verraten, wie sowas gehen soll. Was sollen hysterische Drohungen mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht? Sie klagen ja gegen sich selber. Und ich möchte Sie an der Stelle vielleicht auch daran erinnern, dass Sie in der letzten Zeit mit Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht gerade gute Erfahrungen gemacht haben. Sollten Sie sich auch noch mal überlegen, ob das die beste Adresse ist, um für Ihre politischen Projekte Unterstützung zu bekommen. Was soll auch die Rede von Notwehr? Nicht wir, ich habe das schon oft gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Nicht wir sind es, die sich in Not und in Gefahr befinden. Die Flüchtlinge fliehen vor Not und Gefahr und sie suchen bei uns Schutz und diesen Schutz müssen wir ihnen geben. Und was sollen all die Drohungen gegen die eigene Kanzlerin oder auch gegen Österreich? Und was soll das Geraune Ihres Justizministers, der sogar die Existenz unseres Staates in Gefahr sieht? Aus Ihren immer abenteuerlicheren Drohgebärden spricht nur eins. Pure Hilflosigkeit. Applaus
Was Sie im Moment lautstark betreiben, ist nicht konstruktive Problemlösung. Es ist destruktive Panikpolitik. Angst und Panik mobilisieren aber keine Kräfte. Sie lähmen, sie schwächen und sie führen dazu, dass jeder nur noch seine eigene Haut retten will. Wir brauchen aber mehr Solidarität auf allen Ebenen, der Gesellschaft, auf der kommunalen Ebene, zwischen den Bundesländern und auf europäischer Ebene. Mehr und nicht weniger Solidarität. Und wohin führt denn Ihre Logik der Abschottung? Sie führt zum einen zu immer mehr Zäunen, zu immer höheren Zäunen, zu immer mehr Stacheldraht. Sie führt zu einer Aufrüstung an unseren Grenzen, die wir zum Glück eigentlich schon überwunden hatten. Und sie kostet im Übrigen auch einen Haufen Geld. Geld, das wir viel sinnvoller einsetzen können für ganz konkrete Hilfe, den Aufbau professioneller Betreuungsstrukturen für die Integration zum Beispiel. Ungarn zum Beispiel gibt nach Angaben von Amnesty International knapp 100 Millionen für den Bau von Grenzzäunen aus und ganze 27 Millionen für die Aufnahme von Asylsuchenden. Ein Viertel für die Hilfe, drei Viertel für die Abschottung. Das ist aberwitzig. Die Logik der Abschottung gefährdet zum Zweiten ein offenes und freies Europa. Schon bei den letzten EU-Wahlen sind nationalistische und populistische Parteien stärker geworden, also schon lange vor den aktuellen Flüchtlingszahlen. Mit der Griechenland-Krise wurden die antieuropäischen Töne noch lauter, auch auf Ihrer Seite, auch befeuert durch bayerische Regierungsmitglieder wie Markus Söder. Wir brauchen jetzt und in Zukunft aber ein starkes und ein einiges Europa, keinen unsolidarischen Hühnerhaufen und keinen Rückfall in Nationalismus und Provinzialismus. Wir dürfen doch nicht die Strukturen schwächen, die wir dringend brauchen, um die Krise zu bewältigen. Und das ist genau das, was Sie im Moment machen. Europa wird die Herausforderung nur gemeinsam und im Geist der europäischen Solidarität bewältigen können. Und jetzt ist es an der Zeit, was Sie auch im Europawahlkampf nicht geschafft haben, aber jetzt ist es an der Zeit zu bekennen, ob man sich für ein geeintes Europa bekennt oder dagegen ist. Halbscharige Europäer brauchen wir nicht. Die sind nur nützliche Idioten für Le Pen, Strache und Co. Ja, wir brauchen geordnete und rechtsstaatliche Verfahren. Wir müssen erreichen, dass sich alle Länder der EU fair an der Aufnahme der Schutzsuchenden beteiligen. Auch hier führt uns Kleinstaaterei nicht weiter. Und die EU und die internationale Staatengemeinschaft müssen sehr viel mehr tun, um die Anrainerstaaten und Krisenländer zu unterstützen. Vor kurzem hat Außenminister Steinmeier gesagt, es ist ein Skandal, dass das UNHCR bei der Flüchtlingshilfe beim World Food Programm auf Spenden angewiesen ist, dass denen das Geld ausgeht, gerade zum Zeitpunkt einer riesigen Krise in Kriegsländern, in Krisengebieten. Und da müssen wir auch endlich dazu kommen, dass es hier ein gesichertes Budget gerade für diese Hilfsorganisationen gibt. Ich finde, Sie sollten sich lieber dafür einsetzen, anstatt darauf zu hoffen, dass Putin und Erdogan für eine Lösung sorgen. Beide sind übrigens sehr weit davon entfernt, lupenreine Demokraten zu sein. Die Abschottungspolitik, der Sie anhängen, führt drittens auch zu einer Radikalisierung im Inneren unseres Landes. Sie führt zu Hassparolen, sie führt zur Bedrohung für engagierte Helferinnen und Helfer oder für Kommunalpolitiker. Sie führt zu einer dramatischen Zunahme rechter Gewalt, wie wir sie im Moment erleben. Sie führt zu Brandanschlägen und Morddrohungen. Der Bundesinnenminister hat in den letzten Tagen davon gesprochen, dass in diesem Jahr bereits mehr als 490 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte zu verzeichnen sind. Sie glauben, Sie könnten den Tiger der Fremdenfeindlichkeit reiten, indem Sie ihm noch Futter geben. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das will ich Ihnen ganz deutlich sagen. Und das wird Ihnen ja auch in den aktuellen Umfragen vor Augen geführt. Mit Ihrer Panikpolitik stärken Sie allenfalls Pegida
und die AfD und andere rechtspopulistische oder rechtsextreme Gruppierungen. Es braucht keine Handlangerdienste für diese unappetitlichen Gruppierungen. Es braucht klare Kante gegen rechts. Machen wir uns nichts vor, die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind vor Krieg und Verfolgung, die zu uns kommen, die werden zum Teil lange bleiben. Und ihre Integration ist eine wichtige und dringende Aufgabe, und sie muss sofort anfangen. Die Integration wird auch erstmal teuer sein und sie wird manchmal auch mühsam sein, völlig klar. Aber am Ende werden wir alle davon profitieren, dass es mehr Wohnungen gibt in unserem Land, dass wir die Flüchtlinge gut ausgebildet haben und dass wir den Arbeitsmarkt für sie öffnen. Mit Ihrem Integrationsprogramm sind Sie da in großen Teilen durchaus in der richtigen Richtung unterwegs, auch wenn es aus unserer Sicht deutlich zu zaghaft ist an manchen Stellen. Da muss deutlich mehr gehen und manches muss auch deutlich schneller gehen, wenn zum Beispiel die Lehrerstellen, die Sie uns versprochen haben, möglicherweise erst zu Beginn des nächsten Schuljahres zur Verfügung stehen, dann ist das zu spät. Sofort brauchen wir in den Schulen die Unterstützung durch zusätzliche Stellen. Fangen Sie bei den Kommunen und bei den Ehrenamtlichen an. Dort wird die Arbeit geleistet, die im Moment dringend notwendig ist, und wir brauchen dringend mehr hauptamtliches Personal vor Ort. Wir müssen jetzt zu professionellen Strukturen in der Hilfe kommen. Sie können nicht länger einen Großteil auch der staatlichen Aufgaben auf die Ehrenamtlichen abwälzen. Ich habe vor kurzem gesehen, dass in manchen Unterkünften sogar Ehrenamtliche die Registrierung der Flüchtlinge vornehmen. Das geht gar nicht. Die Ehrenamtlichen, deren Arbeit ist ein großer Segen für unsere Gesellschaft. Aber Sie dürfen sich nicht entlasten von Ihrer Verantwortung zulasten der Ehrenamtlichen. Und da muss der Freistaat in die Finanzierung der Hauptamtlichen vor Ort einsteigen. Da haben Sie Hoffnungen geweckt bei den Landkreisen, und die waren dann nach einem Gespräch mit dem Finanzminister schon wieder deutlich enttäuscht. Diese einigen hundert Stellen finanziert vom Land würden den Kommunen und den Ehrenamtlichen das Leben deutlich erleichtern. Wir brauchen auch Integrationszentren in jedem Landkreis in Bayern und in jeder kreisfreien Stadt. In manchen Kommunen gibt es schon solche Strukturen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es seit Jahren ein Integrationsgesetz mit solchen Integrationszentren, Anlaufzentren in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis. Und es sind diese Strukturen, die jetzt hilfreich sind zur Bewältigung der Herausforderungen. Da haben sie jahrelang geschlafen, und da müssen wir sofort ansetzen. Reden haben Sie auch heute wieder den Begriff der Leitkultur hier in den Raum gestellt. Jetzt will ich Sie, nachdem wir diese Diskussion, glaube ich, seit Jahren immer wieder führen, möchte ich Sie schon mal fragen, was verstehen Sie eigentlich genau unter Leitkultur? Ich habe den Eindruck, der Begriff ist für Sie auch deswegen so nett, weil er so schwammig ist, weil er so undefiniert ist, und jeder kann darunter verstehen, was er möchte. Den selbsternannten Wächtern der Leitkultur, habe ich den Eindruck, geht es in Wirklichkeit überhaupt nicht um Integration. Es geht ihnen so, wie sie ihn im Moment häufig verwenden, nicht um Integration. Es geht ihnen um Unterordnung und manchmal habe ich sogar den Eindruck, um Unterwerfung der Eingewanderten. Und deshalb sollten wir lieber von Werten und von Grundsätzen unseres Zusammenlebens sprechen, statt von einer schwammigen und undefinierten Leitkultur. Welche Werte sind denn für ein gelingendes Zusammenleben unverzichtbar? Diese Werte müssen wir nicht neu erfinden. Sie können sich hinsetzen dabei, Sie können nach meiner Rede dann Ihre Zwischenfrage setzen. Welche Werte sind unverzichtbar? Die stehen in unserer Verfassung.
die stehen seit Jahrzehnten in unserer Verfassung. Es ist die Achtung vor der Würde des Einzelnen, es ist die Gleichberechtigung, das finde ich ja überhaupt sehr nett, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wenn Sie gefragt werden, was sind denn unsere Grundwerte, als erstes auf die Gleichberechtigung kommen. Dafür habe ich 30 Jahre lang gekämpft. Hurra! Es ist der Respekt vor Andersdenkenden und Anderslebenden. Es ist die Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit, dass ich die Freiheit habe, mich zu einer Religion zu bekennen und sie zu leben, aber dass ich auch die Freiheit habe, keine Religion haben zu wollen und zu leben. Unsere Verfassung. Es ist die Meinungsfreiheit, Herr Kreuzer, der vorhin gesagt hat, hier wird man doch noch sagen können, was man meint. Sie können das schon sagen, aber Sie müssen es auch aushalten, wenn Sie dafür kritisiert werden. Da brauchen Sie lieber keine Sorgen machen. Und vielleicht noch ein wunderbarer Artikel unserer Verfassung. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Und diese Grundsätze sind das Ergebnis und die Errungenschaft von vielen Kämpfen und Auseinandersetzungen in den letzten zwei Jahrhunderten. Und es sind nicht zuletzt diese Grundsätze, warum Verfolgte zu uns kommen und weswegen sie Deutschland achten und schätzen. Die Werte unserer Verfassung sind gleichzeitig eine Absage an Ausgrenzung und Intoleranz, an Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und an Fanatismus und Fundamentalismus. Und im Rahmen unserer Verfassung kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Unsere Gesellschaft lässt andere anders sein. Und auch das ist eine Lehre aus unserer wechselvollen Geschichte. Die für alle verbindlichen Regeln des Zusammenlebens sind im Grundgesetz niedergeschrieben und diese Regeln gilt es zu leben, nicht nur zu respektieren. Und das gilt für alle, wie wir hier sitzen, das gilt für die Geflüchteten, das gilt genauso für AfD-Wähler, Pegida-Anhänger oder andere Rechtspopulisten. Kolleginnen und Kollegen, auch in der vergangenen Nacht, auch heute, sind Flüchtlinge unterwegs, auf dem Balkan und anderswo, in Regen und in Kälte. Für sie gibt es im Moment kein Zurück. Assad und Putin sorgen dafür. Sollen diese Frauen, diese Kinder, diese Männer dann in einem riesigen Auffanglager an der bayerisch-österreichischen Grenze stranden? In Zelten und eilends eingerichteten Notunterkünften, die wohl nicht mal zu heizen sein werden. Was Sie hier propagieren, ist nicht nur illusorisch, es ist kleinkariertes Denken, das an die bayerischen Grenzen stößt. Und ich frage mich schon, mit all Ihren Äußerungen, Aktivitäten, wieso haben Sie eigentlich nicht schon längst intensiven Kontakt und Austausch aufgenommen mit Kroatien? Mit Österreich zum Beispiel. Was nutzen denn Drohungen über die Öffentlichkeit? Wie wäre es denn mal, wenn Sie sich mit Kroatien, mit Österreich zusammensetzen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten für die Situation und für die Flüchtlinge? Abschottung löst kein Problem, sondern schafft zusätzliche Rückfall in nationalen Egoismus, beschädigt die Kräfte und Strukturen, auf die wir dringend angewiesen sind, um die Krise zu überwinden und die Herausforderung zu bewältigen. Ich sage es nochmal, wir Grüne sind gerne bereit, an konstruktiven Lösungen mitzuarbeiten, wenn es um Hilfe geht, wenn es um Unterstützung geht, um Stärkung, Entlastung für diejenigen, die anpacken. Und hier müssen wir so schnell wie möglich die professionellen Strukturen aufbauen und stärken. Wir sind bereit zur Kooperation bei der Integration.
Da wurden in den vergangenen Jahren im ganzen Land auf kommunaler Ebene schon viele gute Projekte erarbeitet, vielfach auf ehrenamtlicher Basis, vielfach zivilgesellschaftliche Initiativen. Darauf können wir aufbauen, von denen können wir lernen. Dazu brauchen wir Geld und dazu brauchen wir die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen und wir brauchen dazu die Einsicht, dass wir schon längst in einer Einwanderungsgesellschaft leben. Und ich sage es nochmal, nehmen wir gemeinsam diese Herausforderung an und gestalten wir sie gemeinsam. Vielen Dank. Applaus